Warte mal kurz. Achtung, das ist keine Übung. Befolgen Sie Generalbefehl 13. Das gesamte Armacan-Personal findet sich am Flughafen Port Authority zur sofortigen Evakuierung ein. GPA-Startterminal in Betrieb. Der letzte Transport startet in 2 Stunden. Das ist keine Übung. Vor kurzem sah ich, wie die Armacan ihre EPA-Startrampen in die Passagiertransporte einbauten. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen uns einen schnappen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. Dem euch gezeigten Band zufolge hat Armacan Beckett eingesperrt. Er wird wohl irgendwo in Port Authority auf seinen Abtransport warten, wie alle anderen auch. Sie macht mehr Ärger, als sie's wert ist. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Field Dry. Matze wieder mit am Start, Leute, und weiter geht's hier. Und ja, langsam wird's problematisch, denn wir haben's gerade gesehen, Alma bekommt ihre Wehen. Mama bekommt ihre Wehen. Mama bekommt Wehen. Blüderchen, bald da. Und ja, die gute, wie heißt sie nochmal, Jin? Ja, Jin Sung. Bescheuerter Name. Ja, die ist jetzt leider... Was ist denn mit dem Einkaufswagen los? Ich hab den weggetreten. Ja, aber wie? Ja, fängt doch schon wieder super an. Ja, könnt ihr mal im Hintergrund aufhören zu labern, das irritiert mich permanent immer und immer wieder. Ja, wie gesagt, die gute Jin, das ist immer noch ein bescheuerter Name für eine Frau, aber kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Die gute Jin, die wurde entführt von den Bewohnern, von den Stadtbewohnern hier. Und ich würde mal sagen, der gute Pointman findet das nicht so toll, ne? Was? Ich bin hier beschäftigt, ja? Ne, finde ich nicht toll. Da schon wieder? Du suchst wieder Leichen, ja, ich sehe das hier doch schon wieder. Du tust doch wieder deine kranke Abneigung hier im vollen Umfang genießen. So, natürlich schließen wir wieder die Tür, so muss das sein. Geht's nur von alleine zu. Für uns eine neue Aufnahmesession, deswegen entschuldigt, wir müssen wieder ein kleines bisschen reinkommen. Auch wenn es schon... Hier liegt eine Knarre. Echt, wo? Hier liegt eine Pistole. Ach. Die solltest du mitnehmen. Eine Pistole. Ich zeig dir mal was, warte. Du bleibst mal hier an der Tür stehen. Ja. Und hier hinten kann ich eine Tür um einen Spalt öffnen. Und kann dann von deiner Tür das Schloss abschießen. Muss man das so machen? Ja, anders da kommst du da nicht rein. Weil und natürlich haben wir da ein Seelenband. Wie sollte es auch anders sein? Nehme ich natürlich mit. Ich bin ja mal gespannt, welches Level wir haben, wenn wir hier am Ende schlussendlich durch sind mit dem Game. Denn so viele Level haben wir nämlich gar nicht mehr vor uns, habe ich gesehen. Ich habe mal nachgeguckt. Wir sind sogar weit über die Hälfte schon durch. Ein bisschen schade, also ist jetzt nicht unbedingt das längste Spiel, aber der Matze hat auch gesagt, die nächsten Level, die werden schön knackig und auf jeden Fall an unsere Nerven zehren. Ist natürlich wieder überall alles hier zugematscht mit Blut. Ich kann nicht mehr sprinten, kannst du sprinten? Sprinten? Natürlich kann ich sprinten. Ne, ich kann auch nicht sprinten. Sag jetzt nicht, die Steuerung ist wieder, warte mal. Ne, ich glaube, das ist storybedingt hier. So, da liegt noch ein Seilband. Nee, ich meine, Steuerung ist noch auf taktisch. Ja, nee, ich meine, das Spiel will das so, dass wir gerade nicht sprinten dürfen. Ach so. Oh. Hat die Tür zugemacht. Was soll das? Du? Polizei! Nein? Okay. Sehr unbeeindruckt, Pointman. Aua! Pass doch mal auf, wo du hinschlägst! Hä? Ich schlag in die Luft. Ich hab schon wieder Damage gekriegt, du Penner. Gar nichts gemacht. Oh, beste texturierte Zeitung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, da hinten ist Beef. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ja! Du darfst da nicht raus. Hast du toll gemacht. Schön. Also wir sind jetzt gestorben, weil ich den übernommen habe und der in die Schlucht gefallen ist. Scheiß verkackte Skriptsequenzen. Ich mag Skriptsequenzen eigentlich, aber ja, ich bin meistens immer schneller als die Skriptsequenzen, sind immer ziemlich doof. Nachdem Jin endlich gerettet ist. Wo ist denn die gerettet? Sie war gerettet. Ja, und dann hat sie sich wieder fangen lassen. Man könnte fast glauben, sie wurde von einem Nintendo man hat sich an einen Nintendo-Character. An einem Nintendo-Character die einfach runterfällt. Ah, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich gekillt habe. Wir brauchen sofort Unterstützung. Ich verliere hier draußen Männer!
Wir merken, Leute, langsam hört der Spaß auf. Es wird purer Ernst hier. Mama wird bald gebären. Und das kann natürlich nichts Gutes für die Welt verheißen, wenn Mama Brüderchen zur Welt bringt. Ist denn jetzt eigentlich genau klar, was das Ziel der Brüder ist? Wollen die Geburt verhindern oder wollen sie die fördern? Die einzige Information, die du hast, ist, dass die sich für Alma rächen sollen, weil sie ja von diesem Monster, was wir gesehen haben, verfolgt wird. Und sie kann das nicht machen, weil sie panische Angst davor hat. Alma hat Angst. Ja. Aha. Also das Vieh, vor das Alma Angst hat, das will ich aber auch nicht im Dunkeln begegnen. Obwohl, dem Vieh sind wir ja schon begegnet, ne? Ja. Da war ja hier der Slenderman für Arme. Der Slenderman für Arme. Ich würde das eher sagen, das ist ein Drake-Vieh, was? Drake. Vor allem, du sagst nicht Rake, sondern Drake. Mit D. The Rake, kennst du? The Drake. Nicht The. The. Ja? Nicht The, sondern The. Sag mal The. Sag mal The. Sag mal The. Sag mal The. Gib mal deinen Körper. Sag mal Aua. Aua. Nicht du, er. Hat er gemacht, finde ich. Aua. Gut. Und ich mache es kaputt. Also wie gesagt, Leute, es wird schwieriger. Und um das Let's Play nicht länger in die Länge zu ziehen, als es notwendig ist, werden wir uns dann hier und da ein bisschen... Nimmer geht mein Körper drauf. Ich krieg einen Kotzreiz, Alter. Ihr mit euren Scheißgranaten. Wenn wir uns ein kleines bisschen aufs Spiel jetzt konzentrieren hier. Mach die doch mal platter. Aua, 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 aua. Der hat eine Schrotflinte. Gefällt mir immer überhaupt nicht. Da hinten steht doch noch einer. Fühl dich jetzt nicht so cool. Kill den doch da erstmal. Hab ich doch. Scheiße, hast du gemacht. Boah, ganz tief runter. Oh mein Gott, wenn ich da runterfall, komme ich da nie wieder raus. Da unten glüht es ja nur vor Hitze, ne? Achso, soll das hier Erdkern sein? Meine Güte. Das ist sowas wie haben die tief buddeln müssen, ey. Das ist eine Lava-Produktion. Das siehst du doch, das dampft. Ich warte auf anderen Spieler. Wo bist denn du? Ah, du hast schon wieder hier Seelenband sicher für mich, ne? So wie ich dich kenne. Ja, du musst aufpassen. Achtung. So, komm erstmal hier rein. Voll gemein versteckt. Dein Ernst? Ich bin sicher, dass ich das probieren soll. Wo ist er überhaupt nicht knapp bemessen? Einmal Puppe nicht hier. Aber hier eine Alma-Puppe normalerweise? Eigentlich ja. Also das ist einer der Orte. Ist nicht da, okay. Dann. Also hier ist gemerkt, Leute, hier bei dem Bett der Obdachlosen liegt eine Alma-Puppe. In diesen einen dieser Fächer da, ja. Kamehameha. Ich kenne natürlich den Code. Ich weiß nicht woher, aber ich kenne den Code. Hat er den jetzt automatisch eingegeben, oder was? Ja, genau. Ja, vielleicht ist das ja hier noch... Armes Mädchen. Oder Kerl. Was bist du? Ich hab keine Ahnung. Sieht aus wie ein Kerl, armer Kerl. Was ist das hier? Ein Meth-Labor, Alter? Hat Eisenberg hier vorgearbeitet? Ich weiß nicht. Hier sind die großen Säcke. Hier ist das Seelenband. Ich verstehe auch gar nicht, warum er Was machst denn du? Ich war eben festgebacken. Mach doch nicht so einen Scheiß hier. Ich weiß auch gar nicht, warum zum Geier gilt das da als Seelenband und der hier nicht als Seelenband. Wie ist das aufgeteilt? Ist das storybedingt irgendwie gerechtfertigt, warum es die Dinger gibt, oder hat man die nur das Gameplay-mäßig? Graffiti? Eigentlich nicht, ne? Das Gameplay-mäßig einfach nur reingedonnert. Ja, irgendwie um Punkte zu kriegen, glaube ich. Achso. Ja, eine Leiter. Diesmal sehe ich sie auch. Na komm, so, wir machen jetzt mal grillen hier, Barbecue. Ja, aua! Man haut niemals den Koch, mein Freund. Vor allem nicht, wenn er vor dem Grill steht. So, und du möchtest haben, bitte Cheeseburger mit Bacon und ganz viel Salat. Komm, sofort. Ein bisschen geröstet. Darf natürlich auch nicht fehlen. Okay. Maika, mach das Würstchen. Weißt du, die Stadt bricht hier zusammen und wir reden über das Grillen. Stimmt, er ist ja gerade voll hier die Action. Der Typ, ne? Hast du einen Chiller-Seelenband? Der hat auch noch gegrillt, Alter. Der wartet noch heute auf seinen Hotdog. Schön. Ja, haben sie sich Mühe gegeben bei der Map. Ich glaube, das war auch immer die Mission, die von den vier Fans auch als die beste gezählt hat. Aber auch gleichzeitig als die kaputteste, weil das mit den Wehen doch ein bisschen abgedreht war, ne? Ja, aber wir dürfen hier nicht runterspringen, nicht runterspringen. Weil da kommen jetzt ganz, ganz viele, wenn wir nur einen davon abschießen. Sollen die das unter sich klären, Alter? Ja, deswegen. Wir warten jetzt, bis die sich alle gegenseitig gekillt haben. Und auch dann kommen welche hier hoch. Sieht scheiße aus für die Runner. Das war jetzt aber nicht so
Obwohl das nur einer ist, weißt du? Ich gebe ihm mal einen Headshot. Ja, guck mal. Wen ballert er denn da ab? Guck mal, für Paras er hat. Ach, das warst du. Darf ich runter? Oh, nein. Oh. Nein, scheiße! Ich wollte nicht. Du Wurst. Du Wurst. So, Jungs, dann klären wir direkt hier. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm, komm, komm! Was ist denn los hier? Komm, ich mach jetzt mal hier den Holzfäller. Hat da gerade einer, hat da gerade einer von denen das Auto hochgehoben? Jetzt fängt's aber an hier. Komm her! Na, fast Dead Island-Style hier mit der Axt, wa? Scheiße, ich sollte mich von den Typen fernhalten. Die sind nicht gesund für mich. Die wo explodieren wollen. Ach, hör mal, Point Man, wo? Achso, du bist da oben. Ja, du solltest vielleicht. Fuck are you. Du solltest vielleicht nicht auf die schießen, wenn ich hier unten stehe und mit denen hier Fight Club mach. Läuft bei dir, Karl. Läuft bei dir, Karl. Geh weg, Karl. Such dir Freunde. Geh weg, Karl! Oh, fick dich, Alter. Ja, komm, ihr jetzt will er abhauen, Alter. Schwanz. Au. Tut alles weh. Ich glaube, der Körper, der ist nicht mehr zu gebrauchen. In Position. Kann dein Körper sich nicht regenerieren? So viele war das doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, was machst du? Was schiebst denn du hier für eine Welle? Läuft doch. Da war ich so von oben alle. Ja, klar kann der Körper sich regenerieren, aber. Wo bist denn du? Hier hinten. Ja, wir Seele im Band. Nein. Reich mir die Flosse, Genosse! Ja, das Seelenband da hinten in der Ecke. Mama-Puppe! Was haben wir hier noch? Knarren. Ey, ich hab irgendwas aufgenommen, ich weiß, oder warst du das? Keine Ahnung, ich kann ja nichts aufnehmen. Blöde Vettel hat ja keine Macht. Weißt du, ist voll der mächtige Geist und so, aber zu dumm, um eine Knarre aufzunehmen, der Idiot. Voll der mächtige Geist, bezahlt für Big Döner nur 2,50. Oha. So, wo lang? Hier links. Ja, ist schon alles ziemlich. Ja, du darfst den Code eingeben. Arsch. Darf ich diesmal, meinst du, ich weiß den? Guck mal, einfach mal, tippen wir mal da und da und da und da. Oh, die Tür geht auf. Was ein Zufall. Wer hätte das gedenkt? Kommando, Uniform, ja. 1-6. Hier, Müll. Hier, Müll. Juhu, Müll. Ja, du sollst in den Müll rein. So, warum? Ach, ein Seelband. Hier, Müll. Hier, Müll. Juhu, Müll. Diese inkompetente Frau hat uns eben verraten. Sollen wir sie immer noch retten? Hat die blöde Jin gequatscht? Nein. Wie meint er mit inkompetente Frau? Sie hat doch mit uns gefunkt und das haben die mitgehört. Ach so. Und was ziehen sie jetzt daraus? Reich mir die Flosse, Genosse. Das ist aber gerade ein bisschen splatteriger. Liegt da dein Level oder hat das meine Level. Version gestern wieder ein bisschen? Achso, das Level ist ein gemeins blätteriger aufgebaut. Level up! Kennst du den Kick? Guerilla. Welchen Kick? Ich kann ja noch nicht mal treten, ich bin eigentlich voll lame, Kick. Alter. So, klicken wir mal da und gucken wir mal da und. Funktioniert. Finde ich gut. Ja, ne? Und der Vettel, der hat's Vettel drauf, du. Oh, hier ist eklig. Und dann gönn mir mal eben einen Körper. Oh, die Knarre will ich haben hier. Oh, der Sniper. Oh, der Sniper. Gern, Scar. Wo stehen die denn hier? Wo seid ihr denn? Das, so sind das jetzt nicht so viele. Warte, bleib stehen. Bleib stehen, der wirft eine Granate. Ja, natürlich. Weiß. In meine Nähe. Ah, fucker, you scheiß Elektro. Ja, ich bin tot. Ich seh nix. Warte, bleib hängen. Bleib stehen, bleib liegen. Lass dich nicht abknallen. Ich schieße noch meine Leiche, deswegen. Wenn du noch nicht tot bist, bist du noch keine Leiche, mein Freund. Ich schieße noch meinen leblosen Körper. Ist das besser? Delta, beim Bring Mats to the Core und Wishes TV kann man immer noch was dazulernen. Und doch jetzt mal her, auf da so zu stressen, Digga. So, mach ich dich kaputt. Wie scheiße das hier aussieht mit der Wand, auch dass sie hier einfach aufhört. Bescheuert, ey. Und sag einfach hingestellt, weißt du, hab der Deckung. Musst du gucken, wie er damit klarkommt, ob das jetzt Sinn dann bringt, das ist jetzt ein anderes Thema. So, ich will die Sniper haben. Willst du die Sniper haben? Dann hol dir die Sniper. Währenddessen spiele ich wieder hier, wenn du richtig stehst, jetzt siehst du, wenn die Tür aufgeht. Jetzt müssen wir überleben. Die kommen jetzt alle von da, wo wir gerade kamen. Oh, ekelhaft.
Dann lass mir aber einmal hier vorne irgendwie hinrennen, damit ich mir einen Körper greifen kann. Ja, aber komm dann irgendwie hoch oder so. Ja, ja, deswegen. Ich guck gerade mal, ja, da ist ja die Treppe. Ich brauche auf jeden Fall einen in der Nähe. Weil jetzt hier nur mit den Händen helfe ich dir eigentlich recht wenig. Komm mal her, ich hab einen. Ach, genau den will ich haben. Ich mag die Waffe. Die Dreierschuss, weißt du? Ja, ja, die ist gut, die ist mega stark. Wo sind denn die Jungs? Da hinten feiern sie sich. Jetzt kommen noch Runner. Runner. Pass auf die Zielen. Halten die Runner denn aus, Alter? Ja, bitte? Was die Runner denn aushalten? Runner. Runner. Ein Problem? Ach, alles gut. Digga, bleib doch mal stehen, Alter. Ich müsste eigentlich gleich gern mal runter. Weil. Achtung! Habe ich dir mal wieder in den Arsch gerettet. Und mein Körper ist kaputt. Was ist passiert? Mein Körper ist einfach kaputt. Zeit ist abgelaufen. Ich krieg doch hier oben keine neuen. Stimmt, du sammelst die Dinger nicht. Neuen Luftballons hier. Ich wollte jetzt nicht extra. Keine Ahnung, wie die. Was die Dinger da darstellen sollen. Nennen sie jetzt einfach mal Luftballons. Warum hast du Zeitlupe angemacht? Triffst du anders nicht? Ich wollte ihm genau das C4 schießen. Ja, das Blöde ist, die Runner, die helfen mir jetzt recht wenig auf Nahkampf. Ist jetzt auch mal kaputt. Wo war's das? Ach, da rennt noch einer. Nachzügler. Jungs, habt das? Sei mal froh, ich war gerade dabei rein zu switchen. Ich habe die Animation schon gesehen. Achtung! Du Arschmann! Was passiert? Hier war noch einer. Wenn du sie schon killst, dann kill sie richtig, ja. Ich dachte, das wäre vorbei. Ich höre immer noch was piepen. Ja, hier sind überall noch welche, du Hannes. Du Wurst. Oh, warte, ich kümmere mich gerade drum. Komm her, Digga. Na, willst du klären hier? Links, rechts. Was hast du? Der Typ hat gerade in der Luft rumgeschlagen. Na komm, wir klären das gerne hier. Bud Spencer-Style. Bitch. Ja, du wirst auch noch gebitch-slapped, wenn du willst, hier mit deiner komischen Tätowierung deiner Fresse. Oh, das war doch jetzt nicht so heftig, ich weiß gar nicht, was du hast. Zack. Mach das mal im Singleplayer. Hoppala. Irgendwas piept hier im Hintergrund, das irritiert mich voll. So, wieder Rätselraten spielen. Ah, ich mach mal das und das und das und das um. Ich bin der Beste, Alter. Was meinst du, wie gut Vettel wäre, wenn er Lotto spielen würde, Alter, mit solchen Rateskills, ey? Der reicheste Geist der fucking Welt, ey. Okay, wenn Mama jetzt bald mit Baby machen loslegt, dann ist keine Welt mehr da, wo man Lotto spielen könnte. Wir haben hier eine Mission abzuschließen. Wow. Staubt's hier schon wieder.